So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Meine lieben Freunde, und heute ein nachgefragtes, ein sehr, sehr stark nachgefragtes Video. Und zwar geht es heute konkret um das Thema Simon, ich bin skinny fett, möchte aber athletisch und definiert sein. Also ich möchte muskulöser sein, aber gleichzeitig fettfreier. Skinny Fat ist sozusagen das Gegenteil. Und hier möchte ich wirklich eine konkrete, nicht theoretisch, sondern eine konkrete Anleitung für jeden praktisch da draußen hergeben, der sich genauso fühlt. Ganz, ganz konkret, direkt zum Mitmachen, ohne großes Schreiben, ohne großes Tracken, das möchte ich machen. Warum? Weil wir im letzten Video habe ich euch gesagt, warum die meisten Diäten scheitern. Vielen, vielen Dank auch für das Feedback an der Stelle, warum die meisten Diäten scheitern, warum man danach meistens schwerer ist als vorher, auch mit einer Studie und so weiter. Schaut euch das Video nochmal an. Da habe ich eben auch angeschnitten, das Thema Skinny Fat. Und viele haben sich dann das danach gewünscht, praktisch macht das bitte etwas konkreter. Bevor ich starte, wir haben den Kanal etwas analysiert und ich habe gesehen, dass diese Videos wenig Leuten vorgeschlagen werden, obwohl es vielleicht abonniert ist, obwohl ihr den Kanal liked und so weiter. Deswegen bitte für den Algorithmus, damit das mehr erfahren. Einfach viele sagen mir, Simon, du machst gar keine Videos mehr. Doch, die erfahren davon nicht. Also, warum will ich praktisch ein bisschen mal ausklammern? Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit das einfach alle, die sich dafür interessieren, auch erfahren, dass solche Videos kommen. Ich bitte euch sehr darum. Das ist natürlich auch Motivation für uns alle, für Camille, für Jason, für alle, die die Videos auch machen, natürlich auch für mich. Deswegen heute wirklich mal, ich möchte das von euch stoppen, abonnieren und dann weiter gucken, meine lieben Freunde, Skinny Fat. Vielleicht ganz kurz nochmal, was ist Skinny Fat? Und ich möchte es ganz, ganz konkret direkt auch einleiten. Skinny Fat, wir nehmen mal einen Mann, aber es gilt genauso für die Frau. Ein typischer Skinny Fat Mann. 1,80 groß, 70 Kilo schwer, also weder zu schwer noch zu leicht. 70 Kilo ist ein normales Gewicht, würde ich mal sagen, bei einem 1,80 Menschen. Aber recht schmal in den Schultern, wenig Muskulatur und trotzdem ein bisschen untersetzt, ein bisschen Bauch, ein bisschen schwabbelig. Das ist so dieses typische Skinny-Fett. Man fühlt sich irgendwie schmal, besonders in Anziehsachen fühlt man sich irgendwie dünn. Wenn man sich auszieht, fühlt man sich dick, weil man eben so ein bisschen Wabbel, ein bisschen Bauch und so weiter. Überhaupt nicht negativ. Es gibt unfassbar viele von euch, wenn das jetzt jemand schaut, der sich da angesprochen fühlt, unglaublich viele da draußen. Typisches Skinny Fat und das ist überhaupt nicht schlimm und man kann super dagegen etwas tun. Was tut man? Und das ist so die häufigste Frage. Simon, was muss ich machen? Erst abnehmen oder erst Muskeln aufbauen? Und wenn, wie? Wie mache ich das Ganze? Wir gehen direkt mal an diesem Kandidaten weiter. Muskeln aufbauen schon mal. Ein ganz klares Warum. Wenn jemand und dieser Skinny-Fett-Mensch mit 70 Kilo ist ungefähr, nehmen wir wirklich mal, und das ist wirklich eine ganz, ganz gute Schätzung, wird ungefähr so um die 20% Körperfett haben. Wirklich, das ist eine Schätzung, die ich ganz, ganz häufig gesehen habe. 20% Körperfett, das heißt 14 Kilo in etwa an ihm sind Körperfett. Ganz, ganz grob, man kann das nie exakt sagen, aber denkt euch jetzt einfach mal 14 Kilo Körperfett und dann bleiben natürlich nur um die 55, 56 Kilo magere Masse. Das ist viel zu wenig. Das Gewicht ist nicht zu viel. Das Fett, komme ich gleich drauf, ist nicht zu viel. 14 Kilo Fett an einem 1,80 Menschen ist nicht zu viel. Da habt ihr auch schon die Antwort. Die 55 Kilo, das ist zu wenig, meine lieben Freunde. Und deswegen ein ganz, 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 ganz klares Muskeln aufbauen. Nicht Gewicht verlieren, ganz im Gegenteil, sondern wirklich Muskeln aufbauen. Zunehmen, dann werdet ihr athletischer und fettfreier relativ gesehen. Wir spinnen das Beispiel gleich einfach mal durch. Ich sage euch natürlich gleich, wie ihr vorgeht, wie wir das machen. Ich sage es euch sehr, sehr konkret. Meine lieben Freunde, warum ist das so? Gleicher Athlet und ich möchte hier mein Beispiel, als ich angefangen habe mit dem Sport, ich habe wirklich nochmal zurückgedacht, ich war skinny fett. Ich war genauso, ich bin ungefähr 1,80, 1,79, wog auch ungefähr 70 Kilo, war schmal, habe mich total schmal gefühlt, aber gleichzeitig war ich moppelig. Genauso habe ich angefangen und ich habe es Gott sei Dank richtig angefangen und habe eben erstmal Richtung Muskelaufbau gesetzt. Warum ist das nicht zu viel Fett, werden jetzt einige fragen. Viele werden sagen, 14 Kilo Fett und so weiter ist viel zu viel, 20% ist auch zu viel. Nehmt den gleichen Athleten, wir nehmen jetzt jemanden, auch 1,80, er wiegt 90 Kilo, macht schon länger Sport, wiegt 90 Kilo und hat auch 14 Kilo Fett
an sich, 14 Kilo Fett. Das ist in seinem Fall aber gerade mal 15%. Mit 15%, wenn ihr diesen Athleten seht, hat der ein 4-Pack ungefähr. 15% Körperfett ist bei der Schwere, bei der Größe nicht viel, obwohl es die gleichen 14 Kilo sind. Er sieht athletisch aus, er sieht gut aus, noch nicht definiert. Aber bei 15% sieht man schon so die oberen Bauchmuskeln, man sieht gut aus, man sieht prall aus. Bei 90 Kilo mit 15% Körperfett sieht das schon ganz gut aus, meine lieben Freunde. Wenn dieser Athlet dann nur 5 Kilo Fett reduziert, ist er schon bei 11-12% Körperfett und er sieht top aus. Top in Shape, perfekt, wirklich. Also bei 11% seht ihr absolut top, top in Shape aus. 85 Kilo in dem Fall ist eine perfekte Waage auch für jemanden, der 1,80 groß ist und Muskulatur ist richtig viel da drin. Viel, viel, viel mehr Gewicht auch als der 70 Kilo Mensch. Und trotzdem ist man nicht mehr skinny fett, man ist athletisch und schlank. Und das sollte das Ziel eines jeden sein, der ungefähr in dieses Raster fällt. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, was ich meine. Es geht nicht um die Kiloanzahl. Es geht nicht darum, wie schwer ihr seid. Es geht um die relative Verteilung der Muskulatur zu Fett. Das ist das A und O. Wenn ihr 14 Kilo habt, ihr habt aber mehr Muskeln, habt ihr relativ natürlich weniger prozentuale Körperfett oder weniger prozentuales Körperfett. Und wie gesagt, lasst euch die 14 Kilo erstmal. Denkt nicht daran, da erstmal das Ganze runterzuschrauben. Kurzes Beispiel, das wird schiefgehen. Die Person, die nur 55 Kilo trocken sozusagen wiegt, plus seine 14 Kilo oder 15 Kilo Fett, seine 20%, wenn er anfängt abzunehmen, er hat so wenig Muskulatur, er kann nicht mit dieser Muskulatur schwer trainieren, er kann nicht intensiv trainieren. Das führt dazu, dass der Muskel sich sagen wird, okay, du brauchst die Muskeln, die du hast, nicht. Das Fett wollen wir aber behalten und du wirst eher noch mehr Muskeln verlieren. Das Fett wird bleiben, es wird noch schlimmer, es wird noch viel, viel schlimmer, weil du danach wieder normal isst und dadurch, dass du noch weniger Muskulatur hast, hast du noch weniger Grundumsatz, noch weniger Verbrauch und du nimmst noch mehr Fett zu. Fett ist das Kostbare für den Körper in diesem Fall und die Muskeln sind die, die er dann ja nicht wirklich braucht, weil ihr könnt, ihr denkt, oh, der hebt ja nicht schwer, der braucht die Muskulatur nicht, er wird eher die Muskulatur abbauen und das Fett dann eher wieder drauf bekommen und danach seid ihr noch mehr, noch skinnier und noch fetter als vorher. Das ist das Fatalste, das aller Fatalste, was ihr machen könnt. Und die meisten Skinny-Fat-Leute wissen es, weil sie dadurch auch Skinny-Fat geworden sind. Das sind die Personen, die dann eben genau in diesen Teufelskreis geraten sind. Laufen, joggen, Kalorien reduzieren und Muskulatur verlieren und Fett eher drauf. Das Ganze umdrehen, traut euch zuzunehmen, meine lieben Freunde. Nochmal auf das Beispiel. Lasst euch die 14 Kilo und versucht, Kilos drauf zu kriegen in Form von Muskulatur. Ihr könnt bis 90 Kilo hochgehen. Es wird lange dauern. Ich sage nicht, dass das so ist. Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr langfristiges Ziel. Aber das ist wirklich ein Ziel, was man erreichen kann. 90 Kilo und dann, wie gesagt, 5 Kilo runter. Und dann habt ihr sozusagen das Ziel. Aber Muskeln aufbauen. Wie gehen wir vor? Ihr schaut erstmal euer Ernährungsverhalten euch an. Ihr schaut, wie viele Kalorien, hier ist es ganz, ganz wichtig, wie viele Kalorien nehmt ihr täglich so ungefähr zu euch, ohne ab noch zuzunehmen in eurem normalen, ihr wollt euch ja nicht groß verändern, wie viel nehmt ihr so zu, ohne ab noch zuzunehmen? Diese Kalorienmenge nehmt ihr und haut ungefähr 200, 250 Kalorien obendrauf. Ihr esst täglich mehr, ungefähr 200, 250 Kalorien mehr. Warum? Einmal, weil wir ja 3-4 Mal in der Woche intensives Sport-Workout machen. Schaut euch die Videos zum Workout an, wie ihr trainiert. Alles ist auf diesem Kanal. Das heißt, ihr trainiert 3-4 Mal die Woche in etwa. Das heißt, ihr trainiert natürlich nicht jeden Tag. Ein Workout schätzen wir jetzt einfach mal auf einen Zusatzverbrauch von 500 Kalorien. Das verteilen wir, also haben wir in etwa 250 Kalorien ungefähr am Tag oben drauf ungefähr. Was für Kalorien? Am besten, und das ist wirklich auch meine Erfahrung, einfach Eiweißkalorien obendrauf, weil ihr wahrscheinlich im Alltag eher zu wenig Eiweiß esst als zu viel. Deswegen nehmt euch direkt die Kalorien als Eiweißkalorien. Das sind in etwa 50 Gramm Protein, in etwa 50, 60, 70 Gramm Protein, das sind 2 große Eiweißshakes, das ist in etwa 200 Gramm Putenbrust, das ist ungefähr 200 Gramm Hähnchenbrust, das ist in etwa. Das ist nicht viel,
aber direktes Eiweiß. Damit haben wir mehr Kalorien und automatisch mehr Baustoff für die Muskulatur. Schaut natürlich auch, dass ihr etwas gesünder isst, falls ihr das nicht schon tut. Etwas mehr Gemüse, etwas mehr gesunde Fette, nicht zu viel Kohlenhydrate, ausreichend gute Fette. Natürlich ein bisschen umstrukturieren, aber wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr wirklich anfangt, auch mit so wenig Gewicht, um an Muskulatur zu starten, ist die Ernährung gar nicht so ausschlaggebend. Kalorien, Eiweiß selbstverständlich, Kohlenhydrate für die Power, aber dann vor allem das Training. Ihr werdet am Anfang unglaublich schnell Muskeln aufbauen. Ihr braucht gar nicht so viel dafür. Wie gesagt, ein paar extra Kalorien und wie gesagt, das Ganze bemessen, mehr essen, intensiv trainieren, nicht zu häufig, nicht zu viel Cardio machen, kein Fokus auf Fettverbrennung, vollen Fokus auf Muskelaufbau, 3-4 Mal die Woche intensiv trainieren, versuchen mit dem Training immer besser zu werden, sich immer zu steigern, wie gesagt, alle Videos hier auf diesem Kanal und versuchen Gewicht aufzubauen. Auch wenn ihr am Anfang schon etwas Gewicht aufgebaut habt, habt ihr automatisch Fett verloren in Form der relativen Zahl. Auch wenn ihr die 14 Kilo Fett habt, wenn ihr mehr Muskeln aufgebaut habt, habt ihr automatisch, auch wenn ihr schwerer seid, und das möchte ich euch als Fazit noch einmal beleuchten, ihr habt automatisch weniger Körperfett prozentual, obwohl ihr schwerer seid. Das ist die Antwort. Das ist die einzige Antwort bei Skinny Fat und genauso bei Frauen. Identisch bei Frauen. Bei Frauen ist es oft so, dass Frauen sich zum Teil mit 50 Kilo Gewicht zu fett fühlen. Und dann müsst ihr euch einfach überlegen, wie wenig Muskulatur da zum Teil drunter ist. Es sind meistens wirklich auch Frauen, die exzessiv laufen, die Cardio machen und so weiter. Es ist genau das Falsche. Weg damit, konzentriert euch voll und ganz auf den Muskelaufbau, behaltet euch euer Fett, da ist nicht viel. Wie gesagt, relativ habt ihr viel zu wenig Muskeln. Das ist das Problem bei Skinny Fat. Jetzt habe ich viel geredet, das ist ein Thema, was so viele Menschen angeht. Und ich möchte, dass ihr rausgeht, intensiv trainiert, kurz trainiert, mehr esst und euch Muskeln antrainiert. Und dann fühlt ihr euch wohl und dann seid ihr eben nicht mehr Skinny Fat, sondern dann seid ihr athletisch und definiert und schlank. Meine lieben Freunde und Freundinnen, selbstverständlich, dieses Video richtet sich sehr, sehr stark an beide Geschlechter, an alle Geschlechter. Wie gesagt, ich möchte da irgendwie korrekt sein, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut auf Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, Body and Pure Nutrition, euer Simon.